noch einen Rebellen aufgegriffen. Noch einen? Aber das ist ja wieder derselbe. Er muss irgendwie entkommen sein. Hä? Ich bin doch zum ersten Mal hier. Sehr lustig. Los, sperrt ihn zurück in seine Zelle. Teppich in der Gefängniszelle? Man kann es mit dem Shishi ja auch übertreiben. Da versteckt sich doch irgendjemand. Cletus? Ach nee, du bist einer meiner Klone, ne? Als Cletus verkleidet. Oh bitte, sag nicht, dass es dich jetzt mehrfach gibt. Sehr gut, da beherrscht einer seine Rolle als schmieriger Popanz. Ja, nicht wahr? Genau. Aber wenn du ich bist, wie haben sie dich dann schnappen können? Wahrscheinlich so wie dich. Ich wurde viel lässiger geschnappt. Außerdem habe ich schon einen Plan, wie wir herauskommen. Gib dir keine Mühe, ich habe schon alles versucht. Tja, aber ich habe noch ein paar neue Tricks auf Lager, die du noch gar nicht kennst. Obwohl wir dieselbe Person sind? Genau. Beobachte mich. Und lerne. Solange er sich nicht umdreht, bin ich in seinem toten Winkel. Gut so. Hey, hallo. Was willst du? Mach nicht so einen Lärm da drinnen. Ich habe Hunger. Das liegt wohl daran, dass du dein Frühstück nicht angerührt hast. Warte, ich öffne den Essenschacht. Ich muss mal. Schon wieder? Na gut. Aber verplemper nicht wieder so viel Klopapier. Wir haben das Lager schon aufgelöst. Heißt das, wenn irgendwer die Planetensprengung verhindern würde, hätte der Organon kein Klopapier mehr? Das mag man beklagen, aber so sieht es aus. Super. Wenn das keine Motivation ist, Deponia zu retten, dann weiß ich auch nicht. Ich will meinen Anwalt sprechen. Dein Anwalt? Wer soll das sein? Eigentlich wollte ich mich selbst verteidigen. Na gut, dann sprich halt mit dir selbst. Aber nicht länger als 10 Minuten, verstanden? Ich verlange eine saubere Zelle. Das ist eine saubere Zelle. Und ich bin sehr stolz darauf. Wir verfügen hier über die neueste Reinigungstechnik. Die Decken sind fusselfrei, der Klostein schmutzabweisend und ich habe gerade erst vorhin den Teppich schamponiert. Wow, das Leben im Dienste des Organon macht ziemlich einsam, was? Du hast ja keine Ahnung. Ich fühle mich nicht gut. Ich glaube, ich bin krank. Das stört mich nicht. Zumindest solange du nicht auf den Teppich kotzt. Ich will hier raus. Vergiss es. Ach, nichts. Dann stör auch nicht. Na, dann wollen wir doch mal gucken. Kaffee, ein Bagel und Pfeffer. Wie jetzt? Keine Marmelade? Das verstößt ja gegen die Genfer Konvention. Moment mal, das ist ja meine alte Zahnbürste aus Teil 1. Wie ist die denn hierher gekommen? Da ist doch nicht etwa ein Spin-off in Planung. Dentosaurus, der dino-starke Zahnputzspaß. Na, das ist ja mal eine Überraschung. Ich hätte irgendwie gedacht, dass der Organon eine andere Marke benutzt. Na, was haben wir denn da? Ein Klostein. Ganz schön unbesonnen vom Organon, mir dieses Kleinod chemischer Kriegsführung in die Zelle zu legen. Putzibot, alter Staubsaugerbeutel. Schön, dich wiederzusehen. Hey, begrüßt man so einen alten Kumpel? Sowas. Oh, so einen hätte ich aber auch gerne, so als Haustier. Der ist niedlich, macht keinen Dreck, macht sogar Dreck weg. Dieser Knastmampf ist eine Zumutung. Ich meine, wer mag schon Sesam?
Das ist zwar ein lausiger Ersatz für eine Pastete, aber na gut. Der Hunger treibt's rein. Was soll das darstellen? Das ist alles Teil meines Fluchtplanes. Ein Bagel? Was hast du vor? Ist es eine Metapher dafür, dass du dich verkrümeln willst? Du weißt schon, dass das nur eine Redewendung ist, oder? Wart's ab. Noch sind das alles ungebackene Brötchen. Was soll das darstellen? Na was wohl? Unser Ticket in die Freiheit. Du wirst diesen präparierten Bagel essen und eine Krankheit vortäuschen, was dir dann nicht sehr schwer fallen wird. Und wenn sie dich dann auf die Krankenstation bringen, schlüpfe ich aus meinem Versteck und werde uns retten. Das kommt gar nicht in die Tüte. Du wirst den Bagel essen und ich werde uns retten. Jo, warum eigentlich nicht? Ich habe ohnehin einen mächtigen Kohldampf. Nein, warte. War das etwa ein Trick, um dir meine Portion zu erschleichen? Das könnte dir so passen, du Halunke. Gib sofort den Bagel heraus. Was ist denn? Ich glaube, ich muss... Was hast du getan? Du widerwärtige Kanalbazille hast mich vergiftet! Bravo! Sehr überzeugend. Das habe ich dir gar nicht zugetraut. Aber spar dir die Schauspielkünste für den Wachmann auf. Vor allem die Gesichtsfarbe. Die ist super. Mir ist schlecht. Soll ich das sein? Wer denn sonst? Warum verstellst du deine Stimme? Vertrau mir, wo ich doch so ein hervorragender Stimmenimitator bin. Aber... Ach, pst. Was ist denn jetzt schon wieder? Wenn du noch weiter so rumnervst, werde ich... Also das ist doch... Du verdammter Idiot! Was hast du mit meinem schönen Teppich gemacht? Ab auf die Krankenstation mit dir! Aber sofort! So, und jetzt die Zelle lüften. Das war ja einfacher, als ich es mir vorgestellt hatte. Nur schade, dass es nicht zu der Verfolgungsjagd auf Jetskis gekommen ist. Solange er sich nicht umdreht, gut so. Ich habe ihm nichts mehr zu sagen. Außer eins. Mach's gut, du trübe Tasse. Widerstand scheint dem Organon ja nicht besonders zuzusetzen. Er schläft wie ein Baby. Ha, was genau genommen noch besser so ist. Ich habe Rohrpostleitungen immer geliebt. Auch wenn sie sich nicht zum Verschicken von größeren Mengen Hefeteig eignen. Und jetzt sehe ich ihn plötzlich doppelt. Was bedeutet das? Will mein Unterbewusstsein mir einen Schlaganfall verpassen? Ich habe das Gefühl, dass mich das um Monate in meiner Therapie zurückwirft. Wir müssen die Therapie verlängern. Wie jetzt? Noch länger? Ich meine, wie lange schwebte Ihnen da vor? Naja, mindestens bis zum Ende der Welt. Und dann mal gucken. Aber natürlich, wenn man die Spitze eines Papierfliegers mit einem Gewicht beschwert, fliegt er weiter. Ich wusste doch, dass ich meine jahrelange Karriere als Falschparker irgendwann bezahlt machen würde. Da sollte ich lieber nicht stören. Ja,
Das wäre die perfekte Distanz für einen Jungfernflug. Und das Ziel ist auch gut gewählt. Mittlerweile müsste er eingesehen haben, dass er Hilfe braucht. Na, dann wollen wir den armen Teufel doch mal erlösen. Hupsi, hier muss es seltsame Aufwinde geben. Nanu, hier steckt ein Flyer in der Außenwand. Was für eine jämmerliche Konstruktion. Der Konstrukteur hat offenbar keine Ahnung, wie man einen ordentlichen Papierflieger faltet. Ganz im Gegensatz zu mir natürlich. Therapeutische Stricke. Die günstige Alternative. Was soll das denn heißen? Will sich da jemand einen Jux mit mir machen? Und Moment mal, was ist das denn? Da steckt ein Bleibuchstabe in der Spitze. Ein großes Ruck. Jetzt zeige ich dem nicht näher benannten, unbekannten Dilettanten mal, wie man das richtig macht. Schwuppdibui! Oh, hier muss es seltsame Abwinde geben. Und dann stellte sich heraus, dass er auf die Idee gekommen war, seine Angelhaken in meiner Schmuckschatulle aufzubewahren. Sogar die Köder waren schon dran. Es war so furchtbar. Ich wünschte mir, meine Ohren würden abfallen. Das kann ich im Moment gut nachvollziehen. Aua! Was ist denn das? Ein Flyer? Warum eigentlich nicht? Fräulein Toni, ich denke, ich habe eine gute Nachricht. Ich habe endlich die passende Therapie für Ihr Krankheitsbild gefunden. Warten Sie, ich stelle Ihnen nur kurz ein Rezept aus. Boah, voll schön. Ich habe Rohrpostleitungen immer geliebt, auch wenn sie sich nicht zum Verschicken von größeren Mengen Hefeteig eignen. Antragsterminal Serial 17. Nur zum Ausfüllen von Antragsformularen mit der Seriennummer 27-WURG zugelassen. Ohne das passende Antragsformular ist das irgendwie witzlos. Das ist alles derselbe Vordruck. Antragsformular 27-WURG. Antrag auf. Medizinische Hilfeleistung für Arbeitsunfälle bei Terminal-Wartungsarbeiten. Aktenzeichen WURG-75B. Einen Schraubenzieher scharfkantig für Terminal-Wartungsarbeiten, Aktenzeichen Holler-55. C. Einen Ersatzbleidruckbuchstaben IRG für defekte Antragsterminals, Aktenzeichen IRG-122. Antragsformular 7 Antrag auf B. Einen C. Nichts. Die Tür öffnet sich wohl nur für Mitglieder des Organon. Das geht mir noch nicht schnell genug, Oppenbot. Ulysses darf keinen Verdacht schöpfen. Ich will dabei sein, wenn er erfährt, dass die Armee, die er eigentlich zusammen mit diesem Drecksplaneten sprengen wollte, mit an Bord ist. Und unter meinem Kommando Elysium einnehmen wird. Ulysses ist nicht dumm, Herr Amtmann. Immerhin dumm genug, um zu glauben, dass sich 11.000 Organons einfach so freiwillig sprengen lassen, ohne sich zu wehren. Ja, das ist dumm. Wann bekomme ich eigentlich meine Kopie der Aufstiegscodes? Seien Sie nicht albern, Oppenbot. Sie bleiben natürlich hier. Ach ja, natürlich. 11.000 Organons. Das hatte Argus also gemeint. Ich habe sowieso keinen Augenblick daran geglaubt, dass er Deponia retten will. Und jetzt hat er die Aufstiegscodes.
Ich muss mich beeilen. Er bringt bereits seine Truppen an Bord. Ein weiteres Problem, um das ich mich später kümmern werde. Organon rückt bereits in das Hochboot ein. Ich muss mich beeilen. Da ist es also. Das letzte Hochboot nach Elysium. Was für ein Anblick. Störe ich? Rubus, welch eine Freude, dich zu sehen. Du kommst gerade rechtzeitig. Na, wen haben wir denn da? Noch ein Mitstreiter im Kampf gegen die Unterdrückung? Das ist Rufus. Ich hab dir von ihm erzählt. Wow, wirklich? Der Rufus? Wenn das kein gutes Omen für unsere Unternehmung ist, dann weiß ich auch nicht. Ich bin Cowboy Dodo. Du kennst mich vielleicht aus dem Kommunalfunk. Und das hier sind Cindy, Hottie und Cutis. Er hat sich unseren Namen gemerkt. Psst, ich will nichts verpassen. Alle mal herhören. Ich bin hier die Hauptperson, okay? Also, was soll ich tun? Wie ist der Plan? Wir sind hier direkt über Amtmann Argus Büro. Wir vermuten, dass er die Aufstiegscodes dort versteckt hat. Darum wollten wir Cowboy Dodo abseilen, damit er sie ergattern kann. Verstehe, innerhalb der üblichen Toleranz. Aber jetzt bin ich ja da, also rückt mal ein Stück. Der Mann gefällt mir. Warum stimmen wir nicht einfach ab? Ich bin für Rufus. Ich bin auch für mich. Ich weiß ja nicht. Nein, Cowboy Dodo soll das machen. Er ist der beste Mann für den Job. Er ist überhaupt der beste Mann. Und Janosch ist natürlich für mich. Tja, dann haben wir einen Putt. Aber bevor wir uns hier noch streiten, vergiss nicht, dass es auch ein wichtiger Job ist, die Kurbel zu bedienen. Die Kurbel? Ich bin doch hier nicht der Kurbel-Heini. Vergiss es. Ich verlange eine neue Auszählung. Es fehlt nämlich noch wer. Ich bin sofort zurück. Er hält sich offenbar für den coolsten. Wie kann man nur so eingebildet sein? Die sind ja wie Gehirn gewaschen. Hintereinander bei 40, 60 und 95 Grad. Der gute alte Janosch. Wer hätte gedacht, dass ich mich jemals so freuen würde, ihn zu sehen? Ich sollte mich mal untersuchen lassen. Hey Janosch! Hallo Rubus! Wie war noch gleich der Plan? Wir sind hier direkt über Amtmann. Wir vermuten, dass er dir... Darum wollten wir, glaub ich, doch eigentlich ganz einfach zu verstehen, oder etwa nicht? Kein Kommentar. Wo sind die anderen? Wenn du Liebold und Galeb meinst, die unterstützen die Truppen, die in der Stadt gegen den Organon antreten. Das klingt ja nach einem richtigen Bürgerkrieg. War ich auch. Als wir aufbrachen, war die Lage bereits prekär. Es gab unzählige Verletzte und kaum zu beziffernde Kollateralschäden. Gab es auch Tode? Tausende Tode. Oh, das ist ja überhaupt nicht zum Lachen. Was hat denn der Fatzke hier zu suchen? Fatzke? Welcher Watschke denn? Cowboy Dodo ist doch kein Watschke. Er ist ein populärer Popstar. Wir können froh sein, dass er unsere Truppe unterstützt. Leihst du mir deinen Schraubenzieher? Na klar. Aber mach ihn bitte nicht kaputt. Wann hab ich denn jemals etwas von dir kaputt gemacht? Gerade neulich erst hast du meine Friteuse in eine Art Katzenklo verwandelt. Nur weil du eine kranke Bambaschkatze aufbäbeln und schämen wolltest. Jetzt verrat mir doch bitte mal, worin ich zukünftig meine Kroketten frittieren soll. Sorry, aber ich verstehe kein Wort. Und dann ging deinetwegen meine Badewanne in die Brüche und meine Geldbörse und mein Gasbrenner. Tut mir leid, ich verstehe einfach nur Bahnhof. Du weißt doch, dein Sprachfehler. Bis später. Sei bitte vorsichtig. Hier scheinen die Rohrpostsendungen des Organon durchzulaufen. Ah, da ist eine Schraube, mit der man die Leitung für Wartungsarbeiten öffnen kann.
Nee, super fest verschraubt. Ohne das richtige Werkzeug lässt sich die Leitung nicht öffnen. Das ist ja wieder sehr interessant. Hier scheinen die Rohrpostsendungen des Orga. Mit dem Schraubenzieher kriege ich das vielleicht auf. Oh, lässt sich das schwer biegen? Oh, ich hoffe, dann kommt bald mal was. Aua! Na toll, der Schraubenzieher ist hin. Naja, immerhin habe ich eine Rohrpostsendung erhalten. Mal gucken, was der Organon so schreibt. An alle Dienstgrade. Vorsicht an den offenen Enden der Rohrpostleitungen. Was für Idioten. Hey, warte mal! Was sollte das eben, hä? Willst du dich ernsthaft mit mir anlegen? Falls du es noch nicht kapiert hast, das hier ist meine Show. Cowboy Dodo rettet die Welt. Und in Russland wird das Farbfernsehen eingeführt. Ich habe den Widerstand gegründet. Ich habe die Pläne des Organon aufgedeckt. Und ich werde auch derjenige sein, der die Welt rettet. Ha! Ich wusste es. Dir geht es vor allem um dein Ego, nicht wahr? Meinem Ego geht es darum, die Welt zu retten. Ach ja? Und warum willst du dann nicht die Kurbel bedienen? Weil... Du solltest dich langsam mal entscheiden, warum du das hier machst, Kumpel. Willst du, dass die Welt gerettet wird? Dann los! Komm wieder rein und lass mich die Welt retten. Aber wenn du das Ganze nur machst, um wie ein Held dazustehen... Dann haben wir hier ein Problem. Ich habe nämlich ein gewisses Image, weißt du? Und ich lasse mir nicht von irgend so einem Hinterwäldler die Kruste von der Plörre poolen. Das werden wir ja sehen. Soll das eine Drohung sein? Schau dich doch mal an, du Hemd. Ich würde es locker mit zwei von deiner Sorte aufnehmen. Ach ja? Nun, das sollten wir einfach mal überprüfen. Warte hier, nicht weggehen.